Herzlich willkommen zum heutigen Pressbriefing des Science Media Center Germany. Mein Name ist Annegret Burgert und ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier am Science Media Center. Anlass des heutigen Briefings ist der Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit. Und wie der Name schon sagt, fasst dieser Bericht, der aus einem Übersichtsartikel und 13 Fokusbeiträgen besteht, den aktuellen Wissensstand zu dem Großthema Klimawandel und Gesundheit mit Fokus auf Deutschland zusammen. Der Bericht wird in 3 Teilen erscheinen und der erste Teil wird morgen veröffentlicht, morgen am Donnerstag, dem 1. Juni um 10 Uhr. Das ist ja auch das Embargo, also oder die Sperrfrist für das Pressbriefing, was hier heute stattfindet. Also alles, was in diesem Pressbriefing gesagt wird, steht unter Embargo bis morgen 10 Uhr, sowie der Bericht, den Sie ja auch schon erhalten haben. Der zweite Teil wird dann voraussichtlich im September erscheinen und der dritte im Ende des Jahres. Genau, ich hoffe, dass Sie den ersten Teil jetzt alle schon erhalten haben und den 3 anwesenden Expertinnen hier Ihre Fragen mitgebracht haben. Diese können Sie mich dann auch gleich stellen im Frage- und Antwort-Tool. Das finden Sie unten im Fenster. Und wenn ein anderer Kollege oder eine Kollegin eine besonders interessante Frage stellt, können Sie die auch pushen. Wenn Sie der Meinung sind, ja, diese Frage muss unbedingt gestellt werden, können Sie da einen Daumen hoch machen und dann gibt mein Kollege mir die hier mit einer höheren Prio auch rein. Genau, jetzt möchte ich aber die 3 anwesenden ExpertInnen vorstellen. Zum einen ist hier heute anwesend Frau Elke Hertig. Sie ist Professorin an der Universität Augsburg und hat die Professur regionaler Klimawandel und Gesundheit inne. Und sie ist auch Autorin des Sachstandsberichts. Auch Autor ist Klaus Stark. Er arbeitet und forscht am Robert-Koch-Institut zu gastroenterologischen Infektionen, Zoonosen und tropischen Infektionen und hat primär am Fokusartikel Vektor- und Nagetier-assoziierte Infektionskrankheiten mitgearbeitet, aber auch beratend das Koordinationsteam unterstützt. Und als dritte im Grunde begrüße ich Marina Treskova. Sie ist Postdoktorandin an der Universität Heidelberg in der Arbeitsgruppe Klimasensible Infektionskrankheiten. Und sie ist darüber hinaus Autorin am Global Lancet Countdown und am Lancet Countdown Europe. Ah, genau. Ich möchte starten mit einer Frage an Frau Hertig. Ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass dieser Sachstandsbericht jetzt zusammengetragen wurde? Warum ist dieser Bericht relevant und was sind auch die Ziele dieses Sachstandsberichts? Ja, der letzte Sachstandsbericht datiert aus dem Jahr 2010. Also es sind inzwischen schon 13 Jahre vergangen und seither hat sich natürlich viel getan. Wir haben neue wissenschaftliche Evidenz und die Brisanz des Themas verlangt es, dass wir jetzt nochmal zusammentragen, was wissen wir. Die wissenschaftliche Evidenz ist überwältigend und die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels ist etwas, was wir jetzt auch bearbeiten müssen. Das Thema muss einfach viel mehr auf die Agenda und das ist auch das, was wir mit dem Bericht erreichen wollen. Wir wollen also konkret die wissenschaftliche Evidenz zusammenfassen, aber nicht da verbleiben, sondern eben auch konkrete Handlungsempfehlungen geben, vor allem für den Public Health Sektor. Ja, vielen Dank. Herr Stark, Sie haben ja auch intensiv daran mitgearbeitet, auch gerade an dem ersten Teil zu Infektionskrankheiten. Welche Aspekte in diesem Bericht sind besonders relevant? Und genau, was war vielleicht auch bei der Zusammentragung der Ergebnisse besonders überraschend oder welche Kernpunkte drängen sich einem besonders auf? Ja, es ist so, dass es ein sehr breites Spektrum gibt an klimasensitiven Infektionserregern. Wir haben, glaube ich, soweit alle wichtigen bearbeitet mit vielen Expertinnen und Experten. Und im Vordergrund stehen natürlich die Erreger, die über Vektoren übertragen werden, also über Zecken oder Stechmücken. Das ist das, was sozusagen jedem gleich einfällt. Die asiatische Tigermücke ist ja seit vielen Jahren jetzt in Deutschland etabliert, breitet sich stärker aus, kann bestimmte Viren übertragen. Wir haben seit einigen Jahren das Westnil-Virus hier in Deutschland etabliert. Das kommt jedes Jahr kommt es zu Übertragungen in Gebieten von Ostdeutschland.
Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es noch eine ganze Reihe von weiteren Erregern gibt, lebensmittelübertragene Erreger, wasserübertragene Erreger, die klimasensitiv sind. Für viele dieser Erreger ist das Zusammenspiel mit klimatischen Faktoren natürlich sehr komplex. Also man kann nicht irgendwie eindimensional prognostizieren, dass quasi bei allen diesen Erregern es zu einem Anstieg kommen wird. Aber es ist sicher wichtig, die Zusammenhänge noch besser zu untersuchen. Und für doch eine ganze Reihe dieser Erreger ist eigentlich klar etabliert, dass es einen Zusammenhang mit klimatischen Faktoren gibt und dass die Fallzahlen sehr wahrscheinlich steigen werden. Auch Aspekte wie Extremwetterereignisse sind natürlich zu berücksichtigen. Wenn es zu Überflutungen kommt, Starkregenereignissen, dann kann es natürlich auch zur Zunahme von bestimmten Infektionserregern kommen. Auch das ganze Feld der Antibiotikaresistenz beispielsweise, was man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Auch da gibt es einen Einfluss von Wärme, Feuchtigkeit und so weiter. Und auch da gibt es eine gewisse Evidenz, dass durch im Rahmen des Klimawandels eben diese Probleme zunehmen können. Ja, vielen Dank für diese erste Zusammenfassung. Frau Treskova, Sie haben den Bericht vorab auch erhalten und lesen können. Wie schätzen Sie ihn ein? Und worin unterscheidet er sich zum Beispiel vom Lancet Countdown? Also es gibt ja schon so Berichte, die diese Thematik zusammenfassen. Warum? Was ist die Relevanz oder der Mehrwert, den jetzt dieser Bericht vom RKI für Deutschland noch liefert? Ja, aus meiner Sicht bietet der Bericht für die deutsche Bevölkerung und das Gesundheitssystem eine umfassende und evidenzbasierte Zusammenfassung der Risiken von verschiedenen Infektionskrankheiten, die durch Klimawandel beeinflusst werden. Und wie schon genannt wurden, Beispiele für diese Krankheiten sind das West-Nile-Virus, FSME, Hunter und nicht Cholera-Vibrion. Und ich finde, dass der Bericht sehr wichtig und zeitlich passend ist. Und auch im europäischen Kontext ist der Bericht wichtig für die Vorbereitung und Anpassung, da Infektionskrankheiten eigentlich keine Ländergrenzen kennen und der Klimawandel Maßnahmen auf mehrere Ebenen erfordert. Auch herauszustellen ist die Betrachtung des gesamten Systems im Sinne der One Health and Planetary Health Ansätze. Die Autoren nutzen diese nicht nur bei der Übersicht und der Darstellung der Problematik, sondern auch bei der wissenschaftsbasierten Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis. Wie unterscheidet es sich zum Lancet Count Europe? Natürlich der Standard, Entschuldigung, natürlich der Bericht des RKI fokussiert sich auf Deutschland und ist sehr handlungsorientiert. Er bietet eine Übersicht zum Status quo und eine solide Grundlage für konkrete Maßnahmen, die für Deutschland relevant und umsetzbar sind. Und der Bericht ist weitaus umfassender als der Lancet Countdown und befasst sich auch mit Infektionskrankheiten von potenzieller Bedeutung. Lancet Countdown Europe eigentlich verwenden Bottom-up-Ansatz und hängt stark von den Forschungsaktivitäten ab. Und wir konzentrieren uns stark auf die Erstellung von verschiedenen Indikatoren, die zum Beispiel Veränderungen der Gesundheitsrisiken aufgrund des Klimawandels zeigen können. Und dabei haben wir natürlich nicht für alle potenziellen Risiken Indikatoren erstellt. Aber der Bericht des RKI auch bietet praktische Anpassungsmaßnahmen, die in Deutschland und in Zusammenarbeit von verschiedenen Sektoren und Behörden umgesetzt werden können. Und das ist besonderem Wert für Deutschland ist, aber trägt auch zu den Anpassungsmaßnahmen in Europa bei. Das finde ich. Danke. Ja, super, vielen Dank. Vielleicht eine sehr allgemeine Frage noch am Anfang. Weil dieser erste Teil sich jetzt besonders auch auf Infektionskrankheiten bezieht. Wie groß ist denn die Bedrohung durch mehr oder neue Infektionskrankheiten, die durch den Klimawandel in Deutschland eventuell häufiger werden? Herr Stark, gerne. Kann ich mal was, genau. Also zum einen ist es ja so, dass wir neue Vektoren haben, also die asiatische Tigermücke in Südwestdeutschland, aber auch schon zum Beispiel in Berlin, in
Jena, in Gegenden von Bayern, das wird zunehmen. Und diese Mücke kann eben mit einer relativ hohen sogenannten Vektorkompetenz exotische Viren wie das Dengue-Virus, Chikungunya-Virus oder Zika-Virus übertragen. Das heißt nicht, dass wir da jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren sofort Übertragungsfälle in Deutschland haben werden, aber man kann es natürlich auch nicht ausschließen. Aber mit fortschreitendem Klimawandel, fortschreitender Erwärmung steigt die Wahrscheinlichkeit. Ja. Diese Viren, die vermehren sich in der Stechmücke und je höher die Temperaturen sind im Sommer, desto schneller können die sich vermehren und desto besser können die dann übertragen werden. Das setzt natürlich auch voraus, dass Patienten oder Personen von diesen Mücken gestochen werden, die das Virus im Blut haben, also mitgebracht haben aus fremden tropischen Ländern. Auch für die zeckenübertragenen Infektionen wurde auch schon genannt, das Stichwort Frühsommer Meningoenzephalitis, FSME oder auch die Lyme-Borreliose. Also gerade bei der FSME hat man auch einen klaren Trend, kann man sagen, einer irgendwie Ausweitung der geografischen Risikogebiete nach Norden. In Sachsen beispielsweise sind jetzt praktisch alle Land- und Stadtkreise Risikogebiet und da muss man einfach auch damit rechnen, dass diese Risikogebiete sich weiter nach Norden ausbreiten. Und da spielen klimatische Effekte sicher eine Rolle. Und wie ja schon erwähnt wurde, ist es natürlich wichtig, entsprechende Handlungsempfehlungen zu geben. Also bei der FSME hat man ja eine wirksame und sichere Impfung. Und da muss man eben in den entsprechenden Risikogebieten gezielt darauf hinwirken, dass der Durchimpfungsgrad relativ groß ist, dass die Bevölkerung gut informiert ist, auch bei der Lyme-Borreliose, wie man sich gegen Zeckenstiche schützen kann, wie man damit umgeht, frühe Diagnose, Behandlung und solche Dinge. Also es gibt schon in den letzten Jahren klare Trends, dass eben ein Teil dieser klimasensitiven Erreger zugenommen hat. Für andere ist es noch etwas spekulativ, aber bei wirklich fortschreitender Erwärmung muss man einfach davon ausgehen, dass sich Dinge verschärfen und dass man entsprechend reagieren muss. Und da es ja offensichtlich nur schwer gelingt, die globale Erwärmung irgendwie einzudämmen, muss man eben im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen da entgegenwirken. Das ist ganz wichtig, die Bevölkerung zu informieren, aber natürlich auch zum Beispiel die Ärzteschaft, ja, dass die entsprechend sensibilisiert wird, dass eben bei unklarem Fieber in bestimmten Gegenden, in denen eben die asiatische Tigermücke vorkommt, auch mal ein Denguefieber gedacht wird, wenn jemand nicht verreist war. Ja, Frau Hertig, genau, Sie hatten die Hand gehoben, bitte. Ja, vielleicht darf ich da noch ergänzen, im Bereich der Infektionserkrankungen, wir hatten auch, Deutschland war mal ein Gebiet, das endemisch von Malaria betroffen war. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde Malaria in Europa ja überhaupt ausgerottet. Also es ist etwas, was wir schon hatten, aber derzeit eben nicht mehr auf dem Radar gehabt haben. Und es ist wirklich wichtig, dass wir, Herr Stark hat es ja gerade schon gesagt, nicht alles wird sofort auftauchen, aber wir müssen einfach informiert sein und das Monitoring auch dementsprechend aufbauen. Und außer jetzt den Mücken und den Zecken sehen wir ja auch zum Beispiel in der Nordsee eine Zunahme von Vibrionen. Und die Menschen machen dann Urlaub an der Ostsee, Entschuldigung, machen Urlaub an der Ostsee und kommen dann heim, haben sie eine Infektion und dann ist es natürlich wichtig, dass die entsprechenden Hausärzte da auch darüber Bescheid wissen. Auch gerade im Bereich der Trinkwasserqualität sehen wir bereits einige Veränderungen, nicht nur durch die steigenden Temperaturen, sondern eben auch durch die zunehmende Trockenheit, was sich dann auf die Trinkwasserqualität auswirken kann. Als auch, es ist ein sehr komplexes Gefüge und deswegen haben wir ja auch versucht, in dem Bericht auch den One Health und den Planetary Health Ansatz hier mit als Lösung anzubieten. Der One Health Ansatz bezieht eben ganz spezifisch auch die Tiergesundheit mit ein, also diese Beziehung zwischen Mensch und Tier und Umwelt. Und der Planetary Health Ansatz ist vielleicht noch sogar etwas allgemeiner. Im Kern könnten wir es runterbrechen darauf, dass der Ansatz sagt, nur eine gesunde Umwelt ermöglicht auch die Gesundheit des Menschen. Also dass eben das alles als umfassendes System zu sehen ist. Und der Klimawandel wirkt sich ja nicht nur direkt über die Veränderung der Temperaturen aus, also Veränderung der Mitteltemperaturen, der Extremtemperaturen und der Zunahme von
weiteren Wetterextremen, sondern eben auch indirekt über die Veränderungen in den Ökosystemen. Also zum Beispiel Änderungen im Bereich der Biodiversität. Und das macht das Ganze eben zu einem komplexen Gefüge. Dazu kommt aber auch noch natürlich die soziale Komponente. Es gibt Personen, die einfach verwundbarer sind auf die Auswirkungen des Klimawandels. Jetzt, wenn wir bei den Infektionen schauen, spielt dann auch zum Beispiel soziale Komponenten eine Rolle. Wie verändert das Freizeitverhalten? Leute sind dann vielleicht mehr draußen, sind stärker exponiert. Und dann sind natürlich Aufklärungsmaßnahmen und Kommunikation extrem wichtig in diesem Bereich. Genau, Frau Hertig, hier gibt es direkt eine Nachfrage. Sich draußen aushalten, Bahn gehen, Sie erwähnten Vibrionen, die kommen ja auch in der Ostsee vor. Die Frage ist, ob Sie bei Vibrionen von Cholera sprechen. Nein, aber hier darf ich, glaube ich, wieder an den Experten im Bereich der Infektionen zurückgeben, Herr Stark. Genau, es sind sogenannte Nicht-Cholera-Vibrionen, also auch die Cholera wird durch Vibrionen verursacht, allerdings nur durch ganz spezifische, die in Deutschland nicht vorkommen, auch in Europa nicht vorkommen, aber eben diese Nicht-Cholera-Vibrionen, die kommen vor und vermehren sich in salzhaltigem Wasser, also vor allem im Wasser, das nicht extrem salzhaltig ist, also insbesondere deshalb in der Ostsee beispielsweise. Und bei wärmeren Temperaturen haben die eben bessere Vermehrungsbedingungen. Und wie Frau Hertig schon sagte, können die über kleinste, zum Teil gar nicht bemerkte Wunden in die Haut eindringen. Und bei älteren Personen oder solchen Personen mit etwas geschwächtem Immunsystem können diese Infektionen dann eben zu schwersten Wundinfektionen, schwersten Blutvergiftungen führen, die rasch behandelt werden müssen mit Antibiotika. Wenn das nicht gelingt, kann es auch zu Todesfällen kommen, wie es auch schon passiert ist in den letzten Jahren. Zum Glück gibt es bisher nicht sehr viele dieser Fälle, aber etwa in der Größenordnung 10, 15, 20 Fälle jedes Jahr, die sich in der Ostsee sozusagen infiziert haben. Aber mit wärmeren Temperaturen der Ostsee können diese Fallzahlen natürlich auch zunehmen. Und wichtig, wurde ja auch schon erwähnt, ist natürlich auch da eine entsprechende Aufklärung der Bevölkerung. Also dass Personen mit Hautwunden, sichtbaren Hautwunden gar nicht erst in das Wasser gehen in diesen Gebieten, dass auch Personen mit Vorerkrankungen, bei denen bekannt ist, dass eine gewisse Immunschwäche besteht, auch nicht reingehen. Ja, da muss man sich eben zurückhalten. Und da kann sicher auch noch mehr an Informationen passieren, dass zum Beispiel in Reha-Einrichtungen an der Ostsee informiert wird, dass über die Ärzteschaft informiert wird. Da passiert auch schon viel durch die Landesbehörden, aber da gibt es sicher auch noch Potenzial, da noch mehr und noch gezielter zu informieren. Ja. Im Einleitungstext wird ja auch darauf hingewiesen, dass ein erweitertes Monitoring vieler gesundheitlicher Auswirkungen empfohlen wird. Das gilt wahrscheinlich auch für Erreger. Was wird denn eigentlich schon gut gemonitort? Oder bei welchen Erregern läuft die Surveillance gut und bei welchen sollte diese auf jeden Fall noch ausgebaut werden? Ich glaube, Frau Treskova, Sie haben da auch einen Überblick, oder? Für die Cholera. Nee, für generell für unterschiedlich klimasensible Erreger. Ach so, in Zentraleuropa und die Region der Erde. Dann richte ich die Frage erstmal an Herrn Stark. Genau, also zum einen, Sie haben völlig recht, da muss man schauen, dass eben die Überwachung, das Monitoring, die Surveillance, sowohl dieser Erreger wie natürlich auch der Vektoren gut ist für die Surveillance. Bei den Menschen haben wir natürlich über das Infektionsschutzgesetz ganz gute Möglichkeiten. Also es sind ja insgesamt etwa 60 Infektionserreger meldepflichtig durch die Labore, die den Nachweis machen, über die Gesundheitsämter, über die Landesbehörden, direkt dann an das Robert-Koch-Institut. Und das sind eigentlich die meisten klimasensitiven Erreger enthalten oder die fallen unter diese Meldepflicht. Also wir haben es natürlich bei den Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber, Zika-Fieber, Westnil-Virus, nicht Cholera-Vibrionen. Wir haben es bei den Salmonellen, natürlich Campylobacter,
Lyme-Borreliose ist nur in einigen Bundesländern meldepflichtig, aber zum Beispiel die FSME ist meldepflichtig. Also da haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick. Weil man natürlich auch immer berücksichtigen muss, dass nur der Teil eigentlich zum Arzt geht, zur Diagnose kommt, der wirklich signifikant erkrankt, sage ich mal. Also bei vielen dieser Infektionen, zum Beispiel beim Westnil-Virus, da erkranken nur etwa 20% der Infizierten wirklich mit Fieber und so weiter und auch nur darum von denen wieder ein kleinerer Teil mit wirklich schweren Symptomen, Beteiligung des Gehirns und der Hirnhäute. Und vor allem diese schweren Verläufe kommen natürlich dann zur Diagnostik. Ja. Insofern, das, was wir sehen, ist immer nur ein kleiner Teil der tatsächlichen Infektionslast. Und es gibt vielleicht, also wir haben in den letzten Jahren schon darauf geachtet, dass eben neue oder emerging Infektionserreger auch in die Meldepflicht aufgenommen werden. Das ist zum Beispiel gerade beim Westnil-Virus so, seit 2016 oder so. Und da muss man halt sehr sorgfältig darauf achten, dass wenn es neue Erreger gibt, dass da auch die dann wirklich der Meldepflicht unterliegen. Und für die Überwachung, das Monitoring der Stechmücken, es ist natürlich sehr wichtig, da gibt es den Mückenatlas, wo sogenannte Citizen Science, wo quasi Bürger Stechmücken, die sie finden, die ihnen vielleicht komisch vorkommen oder so, da hinschicken können. Dann werden die bestimmt, die bekommen eine Rückmeldung. Da hat man schon einen ganz guten Überblick, welche auch invasiven Stechmückenarten, Tigermücke beispielsweise, kommen vor in Deutschland. Wo kommen die vor? Aber es gibt auch systematische Monitoring-Programme über das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit beispielsweise. Die stellen Fallen auf in bestimmten Gegenden und da hat man einen einigermaßen guten Überblick über die Stechmücken vorkommen, aber da könnte sicher noch mehr passieren. Also das ist sehr punktuell, aber man kann natürlich nicht für ganz Deutschland jetzt flächendeckend die Stechmücken überwachen, aber gerade in den Gebieten, wo schon Aedes albopictus etabliert ist, da muss man natürlich schauen, werden die Populationen größer, kann man sie eliminieren, kann man sie kontrollieren, wie breiten die sich aus, solche Dinge. Oder auch bei den Zecken zum Beispiel, also da ist natürlich der gemeine Holzbock, der quasi die FSME und die Lyme-Borreliose überträgt, der ist quasi deutschlandweit vorhanden, mit gewissen regionalen verstärkten Vorkommen, aber grundsätzlich deutschlandweit, aber bestimmte neue Zeckenarten dringen eben auch nach Deutschland vor. Sogenannte Hyaloma-Zecken, die eigentlich bis vor wenigen Jahren in Deutschland überhaupt nicht gefunden wurden, die sind jetzt vorhanden, noch nicht sehr viele, aber die können auch Fleckfieberarten durch Bakterien übertragen. Das kann ein Gesundheitsproblem werden. Alles noch im überschaubaren Bereich, sage ich mal, aber da muss man eben auch dann über Monitoring überwachen, wie breiten sich diese neuen Zeckenarten beispielsweise aus. Ja, danke, Herr Stark. Frau Treskova, Sie hatten gerade die Hand gehoben, wollten Sie noch was ergänzen? Ja, ich wollte nur sagen, dass da die Initiative für Citizen Science wie Mückenatlas und auch was wir hier in Heidelberg machen wollen, ist auch die Bürger zu bitten, zu helfen, Surveillance und Monitoring von Stechmücken zu machen und durchzuführen durch zum Beispiel Apps, so Mosquito Alert Apps, die dann zum Beispiel können Moskitos abfotografieren und mittels künstlicher Intelligenz werden dann diese Fotos bearbeitet und wir können dann Spezien erkennen und natürlich das macht Surveillance vielleicht einfacher und weniger teuer. Ja, danke. Ja, Frau Hertig? Ja, vielleicht auch noch als Ergänzung. Das Monitoring und Surveillance ist ja ganz wichtig. Man muss auch darauf hinweisen, dass hier auch teilweise dann natürlich auch wieder Zielkonflikte bestehen mit anderen Belangen. Darauf weisen wir auch in dem Sachstandsbericht hin. Dass jetzt zum Beispiel gerade bei Mückenausbreitungen spielen ja Wasserflächen eine große Rolle. Für das Ei- und Larvenstadium der Mücken. Und deswegen möchte man natürlich offene Wasserflächen vermeiden. Auf der anderen Seite ist aber ja auch gerade jetzt in Städten, und die meisten Menschen leben in Städten, ist Wasser auch für die Stadtnatur und für die Stadtfauna essentiell. Also sie können kaum vermitteln, wenn dass dann keine Vogeltränken mehr aufstellen soll oder kleine Wasserflächen. Die brauchen wir ja auch jetzt wieder für Insekten und andere Lebewesen.
Also hier muss man dann auch immer abwägen, wie die verschiedenen Interessen gegeneinander da sind und was also dann zu tun ist. Also auch dann Empfehlungen und Anpassungsmaßnahmen sind dann nicht eindimensional, sondern müssen natürlich dann jeweils gesehen werden in einem Gesamtkontext. Und Herr Stark hat es schon erwähnt, es gibt ja verschiedene Projekte auch, die kleinräumigeres Mückenmonitoring machen, zum Beispiel auch im Bereich der Moore, die wieder vernässt werden. Wir schauen uns an, wie kleinräumige Mückenverbreitungen sind in der Stadt, ob es da bestimmte Hotspots gibt. Also es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ja, Herr Stark noch. Genau, haben einige Fragen noch. Genau, kann ich unterstreichen. Also das ist sicher eine gute Balance notwendig. Ja. Das ist zwischen quasi Wasserflächen, die man natürlich braucht, damit auch genügend Feuchtigkeit in den städtischen Siedlungsgebieten ist und eben der Mückenkontrolle. Also diese Aedes albopictus, die Tigermücke, die brütet ja vor allem auch in Wassertonnen, zum Beispiel in Kleingärtenanlagen, solche Dinge. Also das kann man sicher kontrollieren. Ja. Da kann man irgendwie abdecken oder kann, selbst wenn da eine große Population ist, dann eben behandeln mit sogenannten Larviziden. Aber da braucht es im Prinzip Konzepte und irgendwie abgestimmte Vorgehensweisen vor Ort. Aber es gibt natürlich schon Gesundheitsgefahren, dass Viren übertragen werden können bei hohen Mückendichten. Und muss man einfach vor Ort mit den Behörden, mit den Bürgern und Bürgerinnen entscheiden und die Prioritäten setzen, aber da kann dann schon so eine Mückenbekämpfung notwendig werden. Ne? Und bezüglich Citizen Science will ich auch noch erwähnen, es gibt neben dem Mückenatlas auch den Zeckenatlas, der hier am RKI betrieben wird und sicher auch ein sehr wichtiges Projekt ist, um einfach einen Überblick zu haben über das Vorkommen der Zecken in Deutschland. Danke. Achso, ja, Frau Treskova, fügen Sie schneller was hinzu, ansonsten möchte ich gerne zu den Antibiotikaresistenzfragen kommen. Ich wollte nur sagen, dass die Zusammenarbeit von verschiedenen Behörden ist sehr wichtig, zum Beispiel von Stadtverwaltung und Umweltagentur und Gesundheitsamt, wenn wir zum Beispiel über die staatliche Infrastruktur reden und die so erstalten, dass sie kein Wasser dann oder stehende Wasser hält, zum Beispiel Gülle oder Regenwasserkanäle oder so. Das meinte ich, dass wir auch durch die Brille der Gesundheit auf staatliche Infrastruktur auch gucken können. Danke. Ja, genau. Hier kamen nämlich zwei Fragen zu dem Thema Antibiotikaresistenzen, was Sie, Herr Stark, ja vorhin schon angeschnitten haben. Die könnten zunehmen. Da kam jetzt die Frage, dass man das bitte genauer noch ein bisschen mehr erläutert. Und eine Detailfrage ist, dass ein Temperaturanstieg um 10 Grad ja schon einen signifikanten Anstieg von Resistenzen auslöst. Frau Treskova, ich glaube, Sie forschen auch zu Antibiotikaresistenzen in diesem Bereich. Ne? Wodurch kommt es, dass der Temperaturanstieg da so eng mit der Resistenzausbildung zusammenhängt? Liegt das rein an der Vermehrungsrate der Bakterien oder wie kommt das zustande? Ist es erst an mich die Frage? Ja. Also, Entschuldigung. Ja, genau. Also da gibt es mehrere Faktoren. Antibiotikaresistenz, also von Bakterien und Genen, die verbreiten sich auch nicht nur in Menschen, in Tieren, aber auch in der Umwelt, zum Beispiel in verschiedene Wassergefäße und Abwasseranlagen. Und natürlich, dass die Bakterien, diesen Organismus, die brauchen bestimmte Bedingungen und die Erwärmung oder ja von Wasser oder Temperatur des oberflächlichen Wasser gibt auch gute Möglichkeit nicht nur für Vermehrung, auch das Periode ist länger genug, so diese Vermehrung zu gestalten. Aber auch wenn wir denken, dass die zum Beispiel über Zusammenhang zwischen Plastik, Nanopartikels und antibiotikaresistente Bakterien, die drauf sitzen können und Biofilm machen sozusagen und dann im Wasser sich transportieren in andere Habitate, in andere Gebiete wie Erde und so. Und wenn durch die Wärmung und Temperatur dieses Habitat ist, oder bietet gute Bedingungen für solche Bakterien, dann bleiben sie dort. Und auch muss man nicht vergessen, die extreme Wetterfälle, wie zum Beispiel Regen,
Das kommt in andere Länder vor, nicht wahrscheinlich in Deutschland. Aber wenn diese Abwasseranlage überflutet werden und dann kommt dann das Wasser raus ohne Reinigung und dann kommen alle Bakterien ins Wasser und dann in diese Wasser können Kontakten zwischen Bakterien und zwischen Menschen und zwischen Tieren stattfinden. Ja. Oh, ist gut geklärt, bin ich mir nicht so sicher. Okay. Ich habe es verstanden, vielen Dank. Genau, Frau Hertig, angenommen, die globale Erwärmung wird auf 1,5 oder 2 Grad begrenzt. Was bedeutet das für die Gesundheitsgefahren? Kann man das schon absehen? Ja, also man muss einfach ganz klar sagen, dass Klimaschutz Gesundheitsschutz ist. Je stärker wir es schaffen, den Klimawandel zu begrenzen mit all seinen großen Auswirkungen, umso vorteilhafter ist es für die Gesundheit, denn dann müssen wir uns nicht so stark anpassen. Wir sehen das auch in den verschiedenen Szenarien, wenn wir jetzt das Beispiel Hitze nehmen, was ja eine der größten Gefahren ist für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland, dann haben wir jetzt derzeit im Durchschnitt ungefähr ja, so 2 bis 3 Hitzewellen vielleicht im Jahr. Und unter einem starken Klimawandel, also mit wenig Klimaschutz, wo wir am Ende des Jahrhunderts bei einer Erwärmung von 4 bis 5 Grad landen, sehen wir mindestens eine Verdoppelung in der Anzahl der Hitzewellen. Wenn wir jedoch sehr effektiv Klimaschutz betreiben und dann eben vielleicht nur bei den 2 Grad landen, dann werden wir halt nur 3 oder 4 Hitzewellen sehen. Also es korreliert sehr stark miteinander, die Auswirkungen. 1,5 Grad, da bin ich wirklich sehr pessimistisch, dass wir das überhaupt schaffen werden. Vielleicht haben Sie auch mitbekommen, letzte Woche oder vorletzte Woche hat die WMO schon gesagt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von über 66% wir nächstes Jahr über 1,5 Grad sein werden, zumindest nächstes Jahr, denn da spielt dann noch ein natürliches Klimaphänomen El Niño eine Rolle, wo wir anomal hohe Temperaturen global bekommen. Aber wir müssen eigentlich schon in den nächsten Jahren damit rechnen, dass wir dauerhaft diese 1,5 Grad erreichen. Und deswegen ist also, wir reden jetzt hier sehr stark von Klimaanpassung, aber das dürfen wir natürlich nicht isoliert sehen, sondern wir müssen auch weiterhin den Klimaschutz im Auge haben. Und wie ich gerade schon betont habe, ist eben Klimaschutz auch der effektivste Gesundheitsschutz. Ja, Herr Stark, Sie möchten gerne das hinzufügen. Ja, das ist völlig richtig, dass man nicht nur die Anpassung machen kann, sondern auch wirklich versucht, die globale Erwärmung noch einzudämmen, ja, das entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Bezüglich der Anpassung ist es halt wirklich wichtig, interdisziplinär gut zusammenzuarbeiten, ja, dass dann verschiedene, auch die verschiedenen Ebenen, also wir haben ja natürlich viel zu tun mit dem sogenannten öffentlichen Gesundheitsdienst, ja, wo wir in Kontakt sind und die haben natürlich vor Ort auch die Gesundheitsämter und die Behördeninstitute vor Ort auch eine ganz wichtige Rolle, weil die natürlich die kleinräumige Situation am besten kennen, welche Maßnahmen da möglich sind, welche Maßnahmen notwendig sind. Und wir sozusagen auf der nationalen Ebene arbeiten natürlich auch eng zusammen mit Friedrich-Löffler-Institut, mit dem zum Beispiel Bundesinstitut für Risikobewertung, mit dem Umweltbundesamt und den entsprechenden Instituten. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke des Sachstandsberichts, dass es wirklich gelungen ist, interdisziplinär die Expertinnen und Experten zusammenzuholen und quasi gemeinsam diese Beiträge zu schreiben und eben mit einem ganz starken Blick auf die Handlungsempfehlungen. Ja, das war uns schon ganz wichtig. Manches kann da, ich denke, manches ist schon sehr konkret und sehr, sehr hilfreich. Bei manchen muss man einfach sagen, dass die Evidenz noch nicht ausreicht. Und bei manchen gibt es sicher noch Verbesserungsbedarf und muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden. Ja, die nächste Frage geht, glaube ich, vor allem an Frau Hertig und Frau Treskova. Wie unterscheiden sich die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise in Zentraleuropa von denen in anderen Regionen der Erde? Ja, also das kann man nicht pauschalisieren, denn der Klimawandel ist ein globales Phänomen, aber die Auswirkungen sind sehr regional. Und Deutschland, würde man jetzt ja sagen, liegt in einer gemäßigten Klimazone, aber wir sehen eben bei bestimmten Auswirkungen, dass gerade die europäische Bevölkerung und eben auch Deutschland da sehr stark betroffen ist, gerade bei der Hitze.
Wir wissen, dass hier eine sehr starke Veränderung stattfindet und auch weiterhin an Fahrt aufnehmen wird. Dazu kommt, dass wir eben eine alternde Gesellschaft sind, viele ältere Menschen mit vielen Vorerkrankungen, die hier besonders verwundbar sind. Das ist also etwas, was uns sehr stark beschäftigt und eben, was ja auch heute starkes Thema ist, sind Infektionserkrankungen. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt den Bereich der Infektionserkrankungen anschauen, dass hier die tropischen Länder ganz anders betroffen sind. Ja, also dort ist zum Beispiel Malaria endemisch durch die ganzjährig hohen Temperaturen. Das sehen wir derzeit noch nicht in Mitteleuropa. Hier ist dann doch noch im Winter eine gewisse Pause in der Aktivität vorhanden, aber es verändert sich. Und dann kommt es eben immer darauf an, welche Expositionen wir anschauen. Wenn wir jetzt anschauen, zum Beispiel Starkregen, Überschwemmungen, dann müssen wir unseren Blick vielleicht nach Asien wenden, also Indien, Pakistan, wo hier sehr stark betroffen sind durch solche Veränderungen. Oder wenn wir dann die Zunahme von Trockenheit andenken, dann gibt es eben auch viele Regionen der Erde, die hier sehr stark betroffen sind, auch dann mit Konsequenzen auf Nahrungsmittelsicherheit. Also es ist sehr divers, das Bild. Man kann jetzt nicht sagen, die eine Region ist jetzt wenig betroffen und die andere ist viel. Klar, gibt es sicher auch Regionen, die relativ gut wegkommen, sage ich mal, wo vielleicht nicht sehr viele Auswirkungen sind. Aber grundsätzlich sehen wir verschiedenste Auswirkungen eigentlich in fast jeder Region der Erde. Ja, Frau Treskova, wollen Sie da noch was hinzufügen? Ich bin einverstanden hier und ich wollte nur sagen, dass auch die sozioökonomischen Bedingungen spielen eine große Rolle. Viele Menschen in globalen South, Global South, da im Süden, sie haben keinen Zugang zu Gesundheitssystem, sie haben keine richtige Hygienemaßnahmen und natürlich, das steigt die Krankheitslast enorm und sie haben auch dort schon Präsenz von Viren wie, also von Erreger wie Malaria, Dengue, Zika und Chikungunya und auch viele Kinder zum Beispiel von Dengue sind getroffen in Southeast Asia. Also, und was aber noch zu sagen ist, solche Länder, sie haben schon ausprobiert, diese Anpassungsmaßnahmen, zum Beispiel Monitoring von Stechmücken ist sehr systematisch in Sri Lanka und als Beispiel. Und das können wir auch etwas vielleicht lernen von denen und wie können wir das machen besser. Ja. Ja, genau, von anderen Ländern lernen, mit denen zusammen forschen. Forschung ist ja auch ein großes Thema, was gefordert wird oder Forschungsgelder, um an diesen Themen weiterzuarbeiten. Ich möchte aber zu einer Frage kommen, die hier auch gepusht wurde. Und zwar wird hier darum gebeten, nochmal was zu den Nagetieren zu sagen. Also wie genau begünstigt der Klimawandel die Population dieser Tiere oder halt die Gefahr, die von ihnen als Überträger ausgeht und zu der Verbreitung der Krankheiten führt? Das geht dann an Herrn Stark, würde ich sagen, die Frage. Genau, gerne. Da geht es eigentlich vor allem um die Hantaviren, ja, die das Reservoir haben bei den sogenannten Rötelmäusen. Vor allem im Süden der Republik große Endemiegebiete, Schwäbische Alb, Bayern, Bayerischer Wald, aber dann zum Teil auch weiter in Norddeutschland einzelne Gebiete. Mitteldeutschland. Da ist es eben so, dass diese Rötelmäuse sich ernähren von Bucheckern. Also es gibt alle paar Jahre sogenannte Buchenmast, wo die Buchen sehr viele dieser Früchte tragen und wo dann eben diese Mäusepopulation sehr, sehr gut, sehr groß, in sehr großer Populationsstärke durch den Winter kommen. Und diese Mäuse tragen eben die Hantaviren in sich, erkranken selbst nicht und können aber über Urin und Kotausscheidungen den Erreger ausscheiden. Der kann noch in getrockneter Form viele Wochen überleben. Und wenn Personen eben diese Exkremente einatmen, diese Stäube einatmen, dann können die eben zum Teil sehr schwer erkranken mit hohem Fieber, Nierenbeteiligung und so weiter. Das ist ein bekanntes Phänomen, das gibt es seit vielen Jahren. Es ist aber auch festzustellen, dass eben diese
Zyklen der starken Buchenmast deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren. Also es ist, während es früher vielleicht alle 3, 4, 5 Jahre war, so dass jetzt alle 2 Jahre eine starke Buchenmast ist und dass eben dann die Übertragungsrisiken durch diese Hantaviren zugenommen haben. Auch da sind die Zusammenhänge sehr komplex. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, eindimensional, das wird auch weiterhin zunehmen. Ja, das ist auch beschränkt letztendlich auf die klassischen Endemiegebiete bisher. Muss einfach auch weiter beobachtet, weiter untersucht werden. Es ist nicht zu befürchten, dass es jedes Jahr quasi ein Buchenmastjahr gibt, weil das ist biologisch praktisch nicht möglich von Seiten der Buchen aus. Aber dass es da eben Effekte gibt, das ist klar. Auch was nagetierübertragene Erreger angeht bei den Starkregenereignissen. Ja, das ist, haben wir auch beobachtet. Das kam immer wieder vor. Größere Ausbrüche beispielsweise bei Erdbeerpflückern, wo von Leptospirose, Leptospiren, auch fieberhafte Erkrankungen, Nierenbeteiligungen, schwere Erkrankungen. Und da ist es eben so, dass bei diesen Überflutungen, zum Beispiel der Erdbeerfelder, dann wie dieser Rattenurin oder Nagetierurin dann halt auch präsent ist. Und wenn man da entsprechend arbeitet, in Hautkontakt, dann so kann es da zu Infektionen kommen. Also insofern gibt es eben auch da Phänomene, die mit dem Klimawandel in Beziehung stehen können. Genau, wir haben nicht mehr so viele Minuten und Sie, Herr Stark, haben ja auch bald schon das nächste Meeting. Deswegen, da wir noch ein paar Fragen haben, würde ich Sie jetzt bitten, ich stelle die Frage, ganz kurze Antwort, damit wir noch ein paar Fragen beantwortet kriegen. Hantaviren, Vibrionen in der Ostsee, wie viele Menschen wird das betreffen? Eine grobe Zahl, können Sie da was sagen? Also wir haben bei den Nicht-Corona-Vibrionen sind es bisher 10 bis 20 Fälle pro Jahr, Tendenz leicht steigend. Kann man aber gar nicht prognostizieren, ob das wie viele das werden. Das sind halt vor allem vulnerable Populationen mit den entsprechenden Vorerkrankungen. Bei den Hantaviren, da gibt es halt immer wieder Zyklen. Also wir haben Jahre gehabt, wo es deutlich über 2000, 3000 Fälle pro Jahr gab. Das kann wiederkommen. Wo es damit zu rechnen ist, dass es zunimmt, ist sicher die FSME. Das Thema Vestilvirus ist ganz hoch auf der Agenda sozusagen, weil da befürchten wir so ein bisschen, dass es da eine Zunahme geben könnte. Bisher sind es auch in der Größenordnung 20 Fälle pro Jahr, aber das kann leicht mal in viele Hundert, eventuell auch viele Tausend gehen. Wir rechnen nicht unbedingt damit, dass es so wie in den USA wird, wo ja innerhalb von wenigen Jahren über den gesamten nordamerikanischen Kontinent das Vestilvirus drüber geschwappt ist sozusagen. Damit rechnen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, ich gehe direkt wieder rein. Vielleicht, Frau Hertig, die nächste Frage auch an Sie. Bis jetzt sind das ja eigentlich nur Einzelfälle, also oder noch nicht so viele Infektionen. Wenn man jetzt schon warnt, also auch Menschen warnt, dass sie vielleicht nicht mehr in die Ostsee gehen, weil sie kleinere Wunden haben. Wie sehen Sie die Gefahr, dass die Warnung vielleicht eigentlich jetzt schon zu früh kommt, weil es noch so selten auftritt und dass am Ende das dann gar nicht mehr ernst genommen wird? Ähnlich war das anscheinend bei FSME. Ja, das ist das klassische Dilemma der Warnungen. Warnt man zu oft, dann ist die Bevölkerung nicht mehr sensibel. Warnt man zu wenig, dann passiert etwas Gravierendes und man hat dann nicht gewarnt. Also hier die Balance zu finden, ist sicher äußerst schwierig. Ich glaube, momentan ist es einfach vonnöten, dass wir aufklären. Es muss keine Panikmache gemacht werden. Ich glaube, das ist nicht unsere Intention hier, sondern wir wollen aufklären und die Bevölkerung sensibilisieren, ganz grundsätzlich, sodass diese Themen ankommen. Und gerade jetzt im Bereich von Zecken oder Mücken gibt es ja auch einfache Präventionsmaßnahmen, die die Bevölkerung ergreifen kann, die wir ja schon selbst alle mal gelernt haben vor Zeiten des Klimawandels. Und darauf einfach mal wieder hinzuweisen, ist, glaube ich, vielleicht ein erster Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass sich eben der öffentliche Gesundheitsdienst vorbereitet, dass das Thema präsent ist, dass Monitoring stattfindet, Surveillance stattfindet und das Gesundheitswesen sich vorbereitet. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann sind wir da auch ganz gut aufgestellt.
Ja, Frau Treskova, die nächste Frage würde ich gerne an Sie stellen. Während der Covid-Pandemie gab es ja starke Vorbehalte gegenüber der Impfung und gegenüber Impfung bei Infektionskrankheiten. Befürchten Sie denn auch Vorbehalte bei klimawandelbedingten Infektionskrankheiten, wenn es für diese Impfungen geben würde? Oder ist Ihnen das vielleicht sogar schon begegnet? Also ich war also nicht in Deutschland, aber in Philippinen arbeiten wir zusammen mit dem Institut, also der Public Health Institute, und sie forschen genau über die Vakzinakzeptanz gegen Dengue. Und kann man auch sehen, dass es sehr große Nicht-Akzeptanz-Vakzine ist. Ich bin mir nicht so sicher. Eigentlich ist es auch die Aufgabe und die Arbeit von Public Health und öffentliche Gesundheit, Kommunikation, und auch, dass wir solche Kommunikationen auf Evidenz basieren. Auch eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ja, ist es. Herr Stark, Sie hatten ja vorhin auch gesprochen davon oder erwähnt, dass einige Infektionen bei einigen Personen tatsächlich auch asymptomatisch verlaufen. Wie viele sind das eigentlich? Oder woran kann der Normalbürger auch erkennen, dass es gerade keine Grippe ist, sondern vielleicht eine andere Infektionskrankheit, Westnil oder ja? Wie geht man, also erstmal A, die asymptomatische Infektion, wie viel sind das eigentlich und wie kann der Normalbürger vielleicht auch das erkennen? Genau, also das unterscheidet sich auch je nach Erreger. Also zum Beispiel bei den Westnilviren ist es so, dass etwa 20% der Infektionen mit Symptomen verlaufen. Ähnlich beispielsweise bei Denguefieber, Chikungunya-Fieber, da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Symptomen. Aber auch bei der FSME zum Beispiel ist auch in der Größenordnung 20-30% oder so, die symptomatisch verlaufen. Der betroffene Bürger, Bürgerin muss informiert sein sozusagen, muss eben dran denken, wenn er unklares Fieber hat, stärkeres Fieber, dass er mit seinem Arzt, Ärztin das bespricht, und dann ist eben wichtig, daran zu denken in bestimmten Gegenden, wenn es jetzt kein banaler grippaler Infekt ist oder wenn man sonst eine naheliegende Ursache für das Fieber findet, muss dann eben eigentlich auch mal verstärkt dran gedacht werden an diese neuen Viren, also gerade in den Gegenden in Ostdeutschland, wo jetzt eben das Westnil-Virus vorkommt, gerade bei Beteiligung auch des Gehirns, wenn da bestimmte neurologische Symptome, starke Kopfschmerzen mit Fieber und so weiter, muss man als Ärztin, Arzt einfach dran denken und entsprechende Diagnostik veranlassen. Und dann ist es sicher auch gut, wenn die Bürger selbst informiert sind. Ja, das auch, betrifft auch die Frage der Impfung. Das, klar, es muss über die Wirksamkeit der Impfung informiert sein. Es muss über mögliche Nebenwirkungen informiert werden. Die sind eigentlich sicher, aber es gibt in ganz, ganz seltenen Fällen ja bei vielen Impfungen mal auch schwerwiegendere Nebenwirkungen. Da muss man informiert sein. Man muss dann letztendlich als Bürger die freie, informierte Entscheidung treffen, quasi Risikoabwägung. Lasse ich mich impfen? Und in vielen dieser individuellen Fälle wird dann aufgrund der Evidenz, denke ich, die Entscheidung eher für die Impfung fallen. Aber das ist eine individuelle Entscheidung, die informiert da getroffen werden muss. Ja. Noch, Frau Hertig, im Bericht erwähnen Sie die Gefahr durch Bakterien, die über aufbereitete Abwässer in der Landwirtschaft und auf Lebensmittel gelangen können. Jetzt gibt es aber eine EU-Verordnung, die hier Regeln vorgeben. Wie groß wird also die Gefahr in Zukunft sein, dass zum Beispiel Bakterien durch die Bewässerung über den Salat oder auf Salate gelangen? Ja, also wir haben Regulatorien. Man muss aber auch eben sagen, dass nicht alles wird strikt befolgt. Und es gelangen auch landwirtschaftliche Abwässer in die Vorfluter. Das ist jetzt kein unbekanntes Phänomen. Die Wassergüte ist ja auch nicht überall wirklich zweifelsfrei sehr gut. Also da haben wir schon auch noch einige Baustellen. Wie groß jetzt die Gefahr wird, dass wir jetzt hier tatsächlich Nahrungsmittelverunreinigungen haben, da bin ich nicht Expertin dafür. Da weiß nicht, ob Herr Stark dazu etwas sagen möchte. Ja, kann also
Bezüglich der lebensmittelbedingten oder lebensmittelübertragenen Infektionen ist auch ein wichtiges Thema. Also das ist so, dass zum Beispiel Salmonellen und Campylobacter, die beobachten wir ja schon seit vielen Jahren, dass die saisonal im Sommer gehäuft sind. Also gerade Salmonellen, die verbreiten sich natürlich, vermehren sich wesentlich besser bei höheren Temperaturen. Also da ist auch klar damit zu rechnen, dass bei weiterem Temperaturanstieg die Häufigkeit dieser lebensmittelübertragenen Infektionen zunehmen wird. Das kann auch zum Teil am Verhalten der Menschen selbst liegen. Es wird mehr gegrillt, gemeinschaftlich gegrillt. Es werden Salate stehen vielleicht in der Sonne und da können sich Erreger vermehren. Bezüglich der sozusagen des Wassers, der Qualität des Wassers, was zur Bewässerung genutzt wird, das kann natürlich schon auch ein Problem werden. Also wenn Wasser knapp wird in der Landwirtschaft, wenn quasi behandelte Abwässer oder Klärwässer, sozusagen Klärwasser, behandeltes Klärwasser dann verwendet werden kann. Das kann man nach meiner Kenntnis nie hundertprozentig ausschließen, dass da auch vielleicht doch noch Resterreger enthalten sind. Und insofern muss man da gar nicht klar sagen, das ist zum einen natürlich Aufgabe der Landwirtschaft, aber auch hat jeder Verbraucher selbst das bis zu einem gewissen Grad in der Hand, dass man eben dann auf bestimmte Rohgemüse und so weiter im Verzehr verzichtet. Ja. Also gerade, es ist auch schon mehrfach erwähnt worden, wir haben es mit einer zunehmend alternden Bevölkerung zu tun. Es werden auch der Anteil der vulnerablen Personen zunehmen. Also gerade solche Gruppen, die müssen ganz stark informiert und aufgeklärt werden, dass die eben die Risiken minimieren und dann vielleicht auf den Verzehr von Rohgemüse verzichten. Ja. Das muss aber auch individuell dann halt überlegt und entschieden werden. Vorher hatte ich noch eine Frage, bevor ich zur Abschlussfrage komme. Was bedeuten die Prognosen im Sachstandsbericht hinsichtlich der genannten Gesundheitsgefahren für unser Gesundheitssystem? Also wie stark könnte die Belastung werden? Kann man das schon abschätzen? Ja, also wir stehen hier vor einer wirklich großen Herausforderung, auch für das Gesundheitssystem. Möchtest jetzt nur vielleicht an einer Exposition festmachen, das Beispiel Hitze. Hier wirkt sich das eben nicht nur ja auf ältere Bevölkerungsgruppen aus, die bestimmte Vorerkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern wir sehen hier Auswirkungen sehr vielseitig. Also gerade zum Beispiel auch Schwangere sind stark betroffen von der Hitze. Es kann zu Frühgeburten kommen. Dann Menschen, die unter Diabetes leiden, sind von Hitze sehr stark betroffen. Es hat Auswirkungen aufs Nervensystem, auf die Nieren, Niereninsuffizienz. Auch Medikamente wirken anders bei Hitze. Also es sind sehr vielschichtige gesundheitliche Auswirkungen, nur allein der Hitze. Und jetzt haben wir ja eine Vielzahl weiterer Veränderungen unter dem Klimawandel. Also eben, worüber wir heute hauptsächlich gesprochen haben, im Bereich der Infektionserkrankungen, dann aber auch Veränderungen im Bereich der Luftschadstoffe. Auch die mentale Gesundheit ist etwas, wo wir hier berücksichtigen müssen. Es ist ja nicht nur, die physische Gesundheit, die betroffen ist unter dem Klimawandel, sodass wirklich schon erhebliche Herausforderungen auf das Gesundheitssystem zukommen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir diesen Sachstandsbericht auch jetzt veröffentlicht haben und hier ganz konkret auch Handlungsempfehlungen geben wollen, die Evidenz zusammenfassen. Denn es ist ein sehr wichtiges Thema, ein akutes Thema und wir müssen jetzt handeln. Ja, das war ja schon fast ein richtig schönes Abschlussstatement. Ich mache trotzdem noch einmal eine Runde und fange mit Ihnen an, Herrn Stark, weil Sie ja weg müssen. Welche Kernbotschaften möchten Sie denn oder sind Ihnen besonders wichtig und sollten auch jetzt bei der Berichterstattung übermittelt werden? Ja, also man muss das Thema der klimasensitiven Infektionserreger eben stärker im Fokus haben. Das betrifft eigentlich die gesamte Gesellschaft. Das betrifft jeden einzelnen Bürger und Bürgerin. Das betrifft die Ärzteschaft. Das betrifft aber insbesondere auch Behörden, zuständige Behörden, Institute, die entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Wir haben, glaube ich, versucht, und es ist, glaube ich, gut gelungen in dem Sachstandsbericht, die verfügbare wissenschaftliche Evidenz
klar und differenziert darzustellen, entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und das sind eben Dinge, die auch im Fluss sind. Also es wird in den nächsten Jahren noch weitere Evidenz geben, die wird dann wieder aufgearbeitet werden und veröffentlicht werden. Das ist eben ganz wichtig, dass man da in Gespräch bleibt, in der Diskussion und dass man eigentlich ständig überlegt, wo gibt es noch Schwachstellen, wo gibt es noch Verbesserungsbedarf und dass man das dann eben gemeinsam angeht. Ja, vielen Dank. Frau Hertig, welche Kernpunkte finden Sie, sollten vor allem berichterstattet werden? Ja, dass es wirklich wichtig ist, dass wir jetzt handeln. Die wissenschaftliche Evidenz ist klar. Und wir müssen jetzt ins Handeln kommen. Und hier, das wird nur gehen, wenn wir sektorübergreifend zusammenarbeiten. Wir haben das auch ja jetzt hier im Sachstandsbericht sehr interdisziplinär, über 90 Autoren aus allen möglichen Organisationen zusammengearbeitet, das Wissen zusammengetragen. Und jetzt geht es eben darum, dass wir ganz konkret das in das Public Health System implementieren, dass wir hier uns vorbereiten. Und wir haben die Chance dazu und diese Chance, die sollten wir auch wahrnehmen. Ja, vielen Dank. Frau Treskova, wollen Sie uns noch Ihren Fokus mitteilen? Ja, danke. Ja, ich möchte gerne die Botschaft des Berichts unterstützen, dass es insbesondere auch im Gesundheitssektor an der Zeit ist, zu handeln und nicht abzuwarten. Und wir müssen unsere Gesundheitssysteme widerstandsfähiger machen und wissenschaftsbasierte Anpassungsmaßnahmen entwickeln und auch zeitlich umsetzen. Wie zum Beispiel im Bereich von Infektionskrankheiten würde ich vorschlagen, integrierte Surveillance, bei dem System wir nicht nur den Menschen, sondern auch bereits die Veränderungen in der Verbreitung von Krankheitserregern bei Tieren und auch in der Umwelt im Auge behalten. Und auch, es natürlich ist sehr wichtig und schon gesagt wurde, dass die Eindämmung des Klimawandels enorme Vorteile für die Gesundheit und Gesundheitssysteme mit sich bringen. Und eigentlich das Leben rettet. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen drei auch vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über den Bericht zu sprechen und die Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu beantworten. Vielen Dank Ihnen natürlich auch für die Fragen, die Sie hier an die ExpertInnen gestellt haben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das komplette Pressbriefing sowie der Bericht stehen unter Sperrfrist bis morgen 10 Uhr. Dann wird auch ein Transkript und das Video auf unserer Webseite erscheinen. Wenn Sie es eher brauchen, kontaktieren Sie bitte unsere Redaktion unter redaktion@sciencemediacenter.de. Ja, ich danke allen Beteiligten für die Teilnahme und Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.